willkommen bei BUS-TV hier an einem sehr heißen Vorsommertag. Neben mir steht ein neuer Überlandstar, nämlich der Mercedes-Benz Enturo. Der wurde 2020 zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Und ja, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so vermuten würde, es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung. Der Mercedes-Benz Enturo ist ja eigentlich der Bus, wenn es um Themen wie Überlandlinie geht, wenn es um Themen wie Schülerbeförderung geht. Ja. Hierzulande in Deutschland ist er natürlich omnipräsent, aber erst recht auch in Frankreich zum Beispiel, wo großer Wert auf eine maximale Fahrgastkapazität gelegt wird. 12,18 Meter misst dieser Enturo und 55 Fahrgäste finden hier sitzend Platz. Ja, und man sieht schon so ein bisschen, er ist gar nicht so einfach gehalten. Ein paar technische Details hat dieses Fahrzeug, welches für einen Überlandbus durchaus ja bemerkenswert ist. Weil normalerweise sagt man, wenn ich mir so ein Überlandfahrzeug bestelle oder hinstelle, dann brauche ich eine sehr, sehr hohe Wirtschaftlichkeit und dann wird auf sehr vieles verzichtet. Das braucht man bei dem Fahrzeug nicht unbedingt. Vieles ist hier nämlich auch schon serienmäßig enthalten. Dazu gleich mehr. Fangen wir mal mit dem Thema Optik und Design so ein bisschen an. Wir haben hier, wie man sieht, so eine in Silber gehaltene Bug-Frontmaske. Das ist sozusagen Bestandteil, ich nenne es mal, eines Wertigkeitspaketes, ja, was man optional dazu buchen kann. Und dann gibt es auch hier die vollintegralen Spiegel auf der rechten Seite. Und wenn man mal hier guckt, hier haben wir einen Spiegel, einen flachen Spiegel direkt an der A-Säule. Wer aber noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, bekommt dann auch einen Integralspiegel auf der linken Seite. Standardmäßig in dem Fahrzeug sind allerdings die einfachen Metallbügelspiegel. Dies natürlich auch mit einem Rampenspiegel, wie er hier serienmäßig enthalten ist, ausgeliefert werden. Halte ich immer gerade im Schulbuseinsatz für sehr wichtig, damit man auch gut sehen kann, was da vorne passiert. Ja, apropos, was da vorne passiert, bevor wir hier weitermachen, kann ich mal ganz gleich das Sicherheitsthema der ersten Tür erklären. Wir haben nämlich verschiedene Optionen, wie weit hier die Glasscheibe nach unten reichen kann. Hier haben wir schon etwas weiter nach unten. Es gibt auch eine Glasscheibe, die mit der Brüstung sozusagen endet und zusätzlich ist hier nochmal ein Fenster verbaut. Das zeigt eben auch, wenn hier beispielsweise irgendein Kind spielen sollte an der Haltestelle. Dann besitzt diese Tür natürlich vorschriftsmäßig eine Reversiervorrichtung. Also wenn die Tür geschlossen wird und hier steht jemand und hat seinen Arm drin, ne, dann geht die Tür automatisch zurück. So, aber die Entwickler hier beim Enturo haben sich gesagt, wir sind ja oftmals unterwegs halt in Haltestellen mit viel Schülerverkehr. Und deswegen wurde hier sozusagen noch eine Reversiereinrichtung in Richtung Tür auf verbaut. Demonstriere ich auch. Wenn hier also jemand steht, dann passiert Folgendes. Die Tür schaltet auf kraftlos. Ja? Das heißt, sie reserviert nicht zurück, sondern bleibt einfach stehen. Finde ich durchaus eine gelungene Sache. Gut, dann gehen wir nochmal zurück an die Scheinwerfer. Die Kamera kann ja mal ein bisschen näher kommen. Und dann sehen wir es auch ganz deutlich. Standardmäßig gibt es Halogenscheinwerfer, also H7. In dem Fahrzeug sind allerdings Xenon-Scheinwerfer verbaut, wie man auch hier an der Scheinwerferreinigungsanlage erkennen kann. Dann haben wir hier LED-Tagfahrlichter, sehr modern. Und hier ein Abbiegerlicht, also wenn ich den Blinker setze, der ist allerdings in Halogen-Ausführung gehalten. Ja? Dann hier vorne haben wir den Stern, hinter dem verbirgt sich, das zeige ich mal ganz kurz, der Radarsensor. Und der Radarsensor, so, der Radarsensor ist wofür? Natürlich für den Active Brake Assist 5. Ja, der Überlandbus hier hat das neueste Bremsassistenzsystem von Mercedes-Benz an Bord, da sitzt er und der macht eine Vollbremsung auf fahrende oder stehende Objekte bis zum Stillstand und zusätzlich erkennt er auch noch querende
Fußgänger und das kann sowohl ein Erwachsener sein als auch ein Kind. Hier haben wir den Fahrspurassistenten, also die Kamera. Ja, das ist so eine Art Spurverlassenswarner. Ne? Also da gibt es eine haptische, Mensch, wie sagt man das jetzt? Jetzt fehlt mir doch gerade das Wort. Es gibt eine haptische Information im Sitz sozusagen. Da vibriert also der Sitz, eine kleine Massagefunktion, wenn ich die Linien überquere. Und das hier ist der Sensor für das Licht und den Regen, dass da automatisch geschaltet wird. Aber das war es noch nicht alles in Sachen Radar, weil hier befindet sich natürlich das nächste Sicherheitssystem, nämlich der Abbiegeassistent, der Side Guard Assist, ne? Und der erkennt sowohl Objekte als auch sich bewegende Personen, also Fußgänger oder auch Radfahrer, die sich in dem Bereich bewegen. Und dann gibt es eine Warnung, ganz deutlich, und dass der Fahrer erkennt, Achtung, Vorsicht, hier ist was. Und die Warnleuchte befindet sich, wenn mich nicht alles täuscht, hier genau in der A-Säule. Das zeige ich gleich nochmal, während ich drüber spreche. Hier blende ich das ein im Film. Ja? Wenn ich schneller als 36 km/h unterwegs bin, dann ändert sich das von einer Objekt- oder Fußgängererkennung in eine Art, ja, Spurüberwachungs- oder Überholüberwachungsfunktion, ja, dass ich also sehe, ich bin an einem Fahrzeug vorbei, der Abstand ist ausreichend oder auch nicht und bekomme eine entsprechende Warnung angezeigt. Ja, eigentlich auch eine sehr schöne Angelegenheit. Gut, dann noch mal ganz kurz zurück aufs Thema Design. Wir haben ja hier, wie gesagt, das Wertigkeitspaket, das mache ich nachher wieder hoch. Und wir haben hier so ein bisschen eine optische Angleichung oder Aufschwingen der Fahrzeuglinie. Das soll so ein bisschen den kastigen Charakter vom Fahrzeug nehmen. Wobei, jetzt steht die Kamera schon ganz günstig. Man sieht schon, die Frontscheibe ist relativ steil gehalten mit einer ganz leichten Wölbung, die allerdings auch deutlich was an Kraftstoffeinsparung bringt. Insgesamt ist der Bus im Übrigen zu seinem vergleichbaren Vorgänger ja so 300 Kilo leichter geworden. Unter anderem erreicht wurde das, indem der Gerippebau, also der Rohbau, komplett neu angefasst wurde und mit entsprechenden leichten, hochfesten Verbindungen ja konstruiert worden ist. Öffnen wir mal die Klappen auf der rechten Seite. Die Kamera kann ja mal reingucken und ja, ganz typischer Kofferraum, komm ruhig ein bisschen näher ran, weil es ist sonst der Kontrast so groß vom Licht her. Und man sieht schon, hier passt zwar jetzt nicht die Welt rein, aber für so Tagesausflüge oder Kurztrips durchaus geeignet. Auf der anderen Seite zeige ich, erkläre nochmal, da geht es natürlich links hinten noch weiter. Und das Beste ist natürlich ein durchgehender Kofferraum. Ja? Gut, Klappe zu. Hier, das Fahrzeug hat eine doppelflügelige Tür. Das soll den Ein- und Ausstieg ein bisschen zügiger gestalten, ja, keine schlechte Sache. Standardmäßig ist einflügelig vorgesehen. Dann gehen wir weiter Richtung Heck. Und hier befindet sich die Nebenschalttafel. Wir haben hier noch so eine Plexiglasscheibe davor. Das ist aber nur für den Messeeinsatz, wenn er mal steht, damit da keiner mit den Fingern rangeht. Und hier befinden sich die beiden Fahrzeugbatterien. Auf Schlitten natürlich kann man einfach rankommen. Ne? So. Und auch schon wieder zu. So, geht's weiter zum Motorraum, wo ich einen Schlüssel brauche und keinen habe. Wo liegt der Schlüssel? Da, wo du ihn hin hast. Gerade eben. Ach so, das war ein. Deswegen hatte ich ihn rausgenommen, ja. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Um den Motorraum öffnen zu können, benötigt man den Fahrzeugschlüssel. So. Hier also das Aggregat der OM 936, 354 Pferdestärken, 1400 Newtonmeter beträgt das maximale Drehmoment. Und der Hubraum von dem Motor beträgt 7,7 Liter. Wenn man den ganz langen Enturo ordert, dann bekommt man den OM 400,
70 und das ist dann ein Aggregat mit rund 10,5 Liter Hubraum. Gut, ansonsten, wir können ja noch mal, die Kamera kann ja noch mal etwas näher rankommen und ein paar Details zeigen, ruhig noch näher ran. So haben wir zum Beispiel hier eine Detektionsleitung für das Thema Feuer, Brandbekämpfung, Feuerlöscheinrichtung. Der Bus hier verfügt nämlich nicht nur über eine Detektionsleitung, sondern, so wurde mir gesagt, auch über eine Feuerlöschanlage. Und da ist zum Beispiel eine Düse von der Feuerlöschanlage. Ja, ist gut versteckt, aber man sieht richtig schön ran am Sechszylinder-Reihenmotor, da wo es halt sein soll. Hier haben wir den Vierzylinder-Hubkolbenverdichter. Ne? Also der wird benötigt für die Klimaanlage unter anderem. Na gut, und wie gehabt bei Mercedes-Benz die Trennung des Motorraums und der lüfterseitigen Schiene. Und das sorgt sowohl für eine sehr effiziente Kühlung als eben auch für das Sauberhalten des gesamten Antriebsstrangs hier hinten im Motorraum. Gut, schließen wir die Klappe, dann sehen wir auch gleich die nächste Geschichte. Ganz klar, wir haben hier keine Lüftungsgitter und das ist ja ganz gerade besonders gut im Überlandbereich, Schulbusbereich, weil wird ja oftmals genutzt für Werbung und das kann man hier sehr gut bekleben, aber eben auch auf der recht glatt gehaltenen Seitenfläche rechts und links. Gut, gehen wir mal weiter. Ach so, bevor wir weitergehen, hier oben sieht man noch auch für einen Überlandbus durchaus ein Luxusfeature, nämlich die Rückfahrkamera. Und in dem Wertigkeitspaket haben wir denn hier auch noch eine in Silber lackierte Einbuchtung, optische Geschichte und die wertet das Ganze noch ein bisschen auf. Gut, dann Rückleuchten sind, der Kenner wird sehen, gehören zum Citaro, da sind sie her, ne? Oben LED, unten nochmal Halogen und im Fahrzeug drin sind die Positionsleuchten und sowohl die hinteren als auch die vorderen kommen vom Turismo. Ja? Apropos Scheinwerfer habe ich ganz vergessen, die Scheinwerfer sind jetzt keine Busentwicklung, die stammen vom LKW Mercedes-Benz. Dann haben wir hier nochmal das Thema Kofferräume. Muss man ordentlich ziehen. So, das hier ist jetzt nicht die Neben-, sondern die Hauptschalttafel. Ja, die kann dann hier auch nochmal abgeklappt werden. Dann senkt sich der gesamte Kasten nach unten und man kommt sehr gut auch an die Steuergeräte und die weiteren Elemente heran. Ja, also hier sieht man sehr schön, die Kamera ist ja unten, der sehr geräumige Kofferraum für den Überlandbus. Und hier haben wir dann von Fogmaker die ganze Löscheinheit im Fahrzeug. Komm mal ruhig näher ran. Ich weiß nicht, ob man es sieht von der Ferne. Ja, hier sieht man das also auch noch mal ganz deutlich. Die Löschmittel und Lösch- und Prüfmittel von Fogmaker. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fast durch. Im Heckbereich auf der anderen Seite, habe ich vergessen zu erwähnen, ist der Einfüllstutzen für AdBlue. Und hier vorne, sowohl links als auch rechts zu befüllen, sind dann die Dieseltanks. 360 Liter beträgt das maximale Fassungsvermögen. Wenn man den Bus als reinen Schulbus ordert sozusagen, dann gibt es weniger. Ich glaube, es sind 190 Liter, die dann zur Verfügung stehen. Gut, dann soll es das von außen gewesen sein. Wir machen mal innen weiter. Also 55 Fahrgäste passen hier in das Fahrzeug rein. Wir haben natürlich an jedem Sitz, das kann die Kamera mal zeigen, Beckengurte, so muss es sein. Ne? Dann haben wir die Komfortausstattung, die nennt sich Travelstar Eco. Die nennt sich Travelstar Eco, ja, es gibt auch noch eine einfache Version. Aber wer mit dem Fahrzeug nicht nur über die Linie fahren will, sondern eben auch noch mal den einen oder anderen Tagesausflug machen, der ist damit schon gut beraten. Hier haben wir die Version Gepäckfächer
mit durchbrochenem Boden. Es gibt auch die Variante Gepäckfächer mit geschlossenem Boden und es gibt natürlich die Option gar keine Gepäckfächer, ja? Je nachdem, was man benötigt. Hier haben wir die Service-Sets, wir haben hier auch noch Leselampen an den Seiten und auch da kann ich sagen, ich möchte gar nichts oder ich möchte nur die Leselampen haben oder nur die Luftdüsen. Da ist die Wahlmöglichkeit recht groß. Also man muss hier nicht in ein vorgefertigtes Paket sozusagen eingreifen. Dann haben wir hier natürlich die vorgeschriebenen Haltegriffe für die entsprechende Buskategorisierung. Ne? Und dann sehen wir hier also den sehr breiten Einstieg. Hier gibt es die Möglichkeit, hat dieser Bus jetzt nicht noch einen Lift einzubauen. Und dann, vielleicht kann man mal es von hier aus filmen, in dem Bereich haben wir dann hier kein Podest, beziehungsweise ein Podest, welches sich sehr leicht rausnehmen lässt. Dann habe ich dann hier nämlich einen Platz für Kinderwagen oder Rollstühle in dem Bereich. Und das Besondere, die Rollstühle werden dann nicht mehr befestigt an Schienen im Bus, sondern an sogenannten Pilzköpfen. Ja. Das hat den großen Vorteil, das kann nicht so leicht verschmutzen. Hier sieht man, der Bus ist voll bestuhlt und wir haben hier so einen Klappsitz, der nach vorne geschwenkt werden kann. Mal gucken, ob ich es jetzt hinbekomme. Ich mache es auch gerade zum ersten Mal, genau, einfach drauf treten und dann habe ich noch eine Sitzreihe mehr und die kann ich ja auch lassen, wenn ich nicht so einen hohen Fahrgastfluss benötige oder habe und wenn ich doch den Platz brauche, dann einfach nach vorne klappen und gut ist. Ja, alles in allem sehr einfacher, klar strukturierter Fahrgastinnenraum. Ich finde aber, der macht einen sehr hochwertigen Eindruck, ja, also auch leicht zu reinigen. Auch hier die Wände sind abwaschbar. Unter den Fenstern, ne? Das ist ein Kunststoff und früher hätten wir gesagt, das Sprelakat ist das natürlich nicht mehr, aber sowas in der Art. Und auch der Boden, ja, der Teppich einfach zu reinigen und das ist eben gerade bei so einem harten Überlandeinsatz oder Schulbuseinsatz ja auch das A und O, dass man das Ganze vernünftig reinigen kann. Gut, gucken wir uns mal den Fahrerarbeitsplatz an. Man sieht also hier die Fahrerschutztür. Die kann man also so schwenken, wenn man einsteigt oder halt während man fährt, dann ist die Schutzwand, die Trennwand so da. Also ich denke, da hat man schon einen ganz guten Schutz. Ist sicherlich auch außerhalb von irgendwelchen Virenzeiten eine sinnvolle Geschichte. Müsste man mal gucken, inwiefern das dann notwendig ist im Überlandbus. Beim Stadtbus sage ich ganz klar, das schützt ja auch vor Zugluft, gerade an so sehr kalten oder regnerischen Tagen. Den Fahrer vor Unterkühlung. Hier muss ich mal sagen, klar, ist jetzt vorgeschrieben und warum nicht? Ja, ansonsten übernehme ich mal gerade die Kamera und wir sehen schon hier, wir sind zwar in einem Überlandbus, aber wir haben doch eine sehr starke Reisebus-Anmutung im Cockpit. Nicht ohne Grund, denn hier werden natürlich Baukastenkomponenten verwendet. Hier ganz klar auch die Schaltergruppen, die kennen wir sowohl vom Setra als auch vom Turismo natürlich. Ja, geschaltet wird hier mit diesem Schalthebel und in dem Fall schaltet der ein automatisiertes Getriebe und zwar das PowerShift von Mercedes-Benz. Also wir haben hier 8 Gänge zur Verfügung. Die Möglichkeit besteht aber auch noch, dass ich hier sowohl eine ZF-Wandlerautomatik, also dieses ZF Ecolife 2, also die neueste Generation bekomme oder aber in der Standardversion ist es dann eine 6-Gang manuelle Schaltung, die hier verbaut ist. Ja, hier auch ganz klar das Layout, was wir schon aus den Reisebussen kennen, ne? Und eine Neuheit ist hier unten, die verbirgt sich hier, nämlich das Klimacenter. Fahrer des neuesten Mercedes-Benz Sprinter werden es kennen, genau. Das Klimabedienfeld ist aus dem Sprinter übernommen. Ganz unten sitzt dann noch so ein bisschen Fahrzielbedienpaneele und der digitale Tachograph sitzt hier sehr gut höher erreichbar, einsehbar, bedienbar für den Fahrer und nicht zu weit unten. So, als Fahrzeugschlüssel dient hier dieser noch sehr moderne Key, ja, der normale Schlüssel. Also wir haben kein Zündschloss mehr, sondern wir legen den einfach hier irgendwo hin und dann haben wir hier den Startknopf. Wenn ich einmal drücke,
dann ist die Zündung an. Wenn ich dann die Bremse betätige und nochmal drauf drücke, dann startet auch der Motor. Ja, also relativ einfach. Und genauso funktioniert es auch, wenn ich den Motor wieder ausmachen möchte. Dann haben wir hier etwas ganz Neues, nämlich eine elektronische Feststellbremse. Ja? Die löse ich, indem ich hier auf P drücke. Dann ist sie gelöst und ich ziehe sie an, wenn ich einmal nach oben ziehe. Dann leuchtet hier das rote Licht und es ist gesetzt. Eine ganz tolle Geschichte hat diese Möglichkeit sich dadurch eröffnet, dass wir hier keinen klassischen Federspeicherhebel mehr haben. Nämlich, wenn ich parke und vergesse, die Feststellbremse zu ziehen, ich löse den Sicherheitsgurt und verlasse den Fahrersitz, in der Sekunde aktiviert sich automatisch die Feststellbremse. Das finde ich ein sehr gelungenes Sicherheitsfeature. Ja? Also. Hier nochmal ein Blick, wie sieht es denn aus, wenn ich in die Spiegel schaue, auf der linken Seite so und auf der rechten Seite habe ich dann hier das klassische Integralspiegel-Layout. Ja? Dann haben wir hier oben noch die Fahrzielbeschilderung. Klar, die nimmt so ein bisschen Sicht weg, wenn ich vorne sitze. Ich zeige es mal kurz als Fahrgast, aber ich denke, es ist immer noch vertretbar, dass ich ausreichend nach vorne gucken kann. Die Sicht grundsätzlich raus aus den Fenstern ist ja dennoch sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Nochmal ein paar Eindrücke während des Fahrens. Wie fährt sich jetzt der neue Enturo? Ich muss mal sagen, unspektakulär. Und das ist eigentlich ja ein Lob für jedes Fahrzeug, weil wenn man nämlich nicht sich erst groß dran gewöhnen muss an so ein Fahrzeug, sondern einsteigt und zu Hause ist, dann ist es eigentlich das Optimum und so ist es hier auch. Ja, wir haben hier sehr hochwertige Ausstattung. Hier habe ich also auch im Überlandbus, also Armlehnen, mag ich sehr. Klar, ich muss ja hier auch nicht schalten. Deswegen ist es für mich immer eine leichte, komfortable Entlastung. Ja, vorhin erwähnt hatte ich, wir schalten hier mit dem Mercedes-Benz Powershift-Getriebe. 8-Gang automatisiert. Und ich bin vorhin schon etliche Kilometer mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Und man spürt so gut wie keine Schalldrucke und so weiter. Also sehr sauber und sanft ist damit zu fahren, dass auch die Fahrgäste nicht allzu sehr ins Nicken, sage ich mal, geraten. Ja? Ansonsten die Sicht in die Spiegel ist ausgezeichnet, gefällt mir wirklich gut. Und wie gesagt, das Cockpit stammt ja aus dem Reisebus, ganz klar. Da wurde in den Baukasten gegriffen und wir finden es halt im Setra in der Top-Class, in der Comfort-Class, aber auch im Mercedes-Benz Turismo. Ne? Das eigentliche Anzeigengrundinstrument, das wiederum stammt auch von den Fahrzeugen, ist aber eben auch noch beispielsweise im Mercedes-Benz Citaro zu finden. Also wer in einem Betrieb arbeitet, der sämtliche Fahrzeuge hat, der wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Da das Baukastenprinzip auch in Sachen Fahrwerk gilt, haben wir hier natürlich auch die Option, das Programm oder ein Programm, eine Option zu wählen, die ermöglicht, wenn ich auf Autobahngeschwindigkeit fahre, also ich glaube, es ist im Bereich über 90 km/h, 92, 93, dann senkt sich das gesamte Fahrzeug etwas ab und das verringert die Bodenfreiheit und auch nochmal die Gesamthöhe des Fahrzeuges und spart natürlich ein paar Prozent Pünktlein an Kraftstoff ein. Eine sehr schöne Sache, kommt vom Reisebus und die Entwickler haben sich gesagt, wenn wir es schon haben, dann bieten wir es hier optional auch an. Und ja, der Bus ist natürlich nicht so hoch wie ein Reisebus, aber dennoch, wenn man es hat und es keinen Mehraufwand bedeutet, dann warum nicht? Ja, der Bus hier ist nun 12,18 Meter, also eigentlich ein klassischer 12 Meter Bus und damit ist er natürlich perfekt geeignet für sämtliche gängigen Fahrsituationen, solange es nicht allzu eng wird, denke ich, kommt man mit diesem Bus natürlich sehr gut um die Kurven und eine Linienführung stellt eigentlich in der Regel kein Problem dar. Ja, das Multifunktionslenkrad ist ja auch schon bekannt aus dem Reisebus. Alles, was man braucht, ist hier drauf. Hier kann ich halt auf der linken Seite durch sehr moderne Menü blättern. Und auf der rechten Seite habe ich halt Telefontasten und ich kann auch den Tempomat setzen. Ne? Und ich glaube, jetzt habe ich mich gerade verfahren, jetzt habe ich so gequatscht.
hätte, glaube ich, einfach nach links abbiegen müssen. So ein bisschen blöd. Jetzt biege ich hier einfach mal nach Nersingen ab. Ich weiß nicht, ob du Nersingen kennst. Da gibt es eine Abtei in Nersingen. Aber warte mal, hier haben wir keinen hinter uns. Hier kann ich wenden. Jetzt gucken wir noch mal gleich, wie der Wendekreis des Busses ist. Der muss eigentlich sehr gut sein. Und kein Problem. Bin begeistert. Also wenn ein bisschen Platz vorhanden ist, dann schaffen wir auch einen U-Turn. Ja, allzu viel brauche ich ja eigentlich nicht verlieren in Sachen Fahrgeschichte. Sehr unspektakulär, sehr unauffällig, aber eben wirklich gut abgestimmt. Von der Federung natürlich. Hinterachse ist eine MB440 RO, also die klassische Reisebusachse von Mercedes-Benz. Und die ist eben auch sehr laufruhig. Und wie gesagt, ich habe eben, obwohl es nur in Anführungszeichen ein Überlandbus ist oder ein Schulbus, dennoch alle gängigen Sicherheitssysteme hier an Bord verbaut. Gut, das war's und ich bedanke mich für diese kurze Fahrzeugvorstellung und ich denke, wir sehen uns wieder in Kürze auf BusTV mit einem nächsten spannenden Omnibus. Das war Sascha Böhnke. Vielen Dank. Weißt du, seit wann es den Enturo überhaupt schon gibt? Aber ist ein ganz klassischer Überlandbus hier, ne? Auch im Ausland, ne? Frankreich, viel als Schulbus. Genau. Der wurde vorgestellt letztes Jahr, 2020. Genau. Und Start. Wenn das rote Leuchten, Lichtlampe leuchtet, dann... Also roter Kreis mit einer 1 daneben. Gut. Willkommen bei BusTV, willkommen zu einem kleinen Fahrbericht. Lass laufen. Willkommen bei BusTV, hier an einem sehr heißen Vorsommertag. Neben mir steht ein neuer Überlandstar, nämlich der Mercedes-Benz Enturo. Der wurde 2020 zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Und ja, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so vermuten würde, es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung.